Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem Odin war Einkaufen Spezial XXL. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, weil ist diesmal wieder viel drinne und alles nur von einer Firma. Ihr werdet es ja im Titel schon gesehen haben, denke ich mal. Wer Spaß kostet, habe ich wieder bestellt. Die hatten Aktion, drei Pullover bestellen oder Siebdingsbums für 30 Euro. Und da normalerweise ein Pullover schon 30 oder 35 kostet, habe ich gedacht, doch, machst du gleich mit. Braucht ja sowieso noch Pullover, habe ich zweimal bestellt. Und dann noch ein paar T-Shirts bestellt. Und da gucken wir mal rein, was da jetzt Schönes mit bei ist. Weil, wie gesagt, das ist ein Überraschungspaket. Man konnte dann halt nur die Kategorien auswählen, sagen, ja, ich möchte drei. Und dann kam das jetzt. Oh, ich habe auch wieder hier im Paket einen Schnitt drinne. Da, beim letzten war es mehr. Also ich weiß nicht, das ist wieder mal Post halt. Also beim letzten Paket war größer so, ja, da habe ich schon gedacht, dass da Sachen rausgefallen sind, sind aber nicht. Ich fühle mich auch ganz wohl hier. Ich bin jetzt auf der Couch. Also seht ihr ja, dass das nicht der Unboxing-Tisch ist, weil hier mehr Platz ist. Ich fühle, also das ist mal wieder was anderes, das ist mal wieder schön. Und gefällt mir eigentlich, also von der Couch gefällt mir sowas eigentlich auch immer sehr. Das ist, finde ich, ein bisschen natürlicher, als da immer am Tisch zu sitzen. Macht mir auch persönlich jetzt ehrlich gesagt mehr Spaß, aber gerade fällt mir so gerade auf. So, was haben wir denn hier? Ach, einen neuen Flyer. Von. Also Spaß kostet bei Instagram, Spaß kostet bei Facebook. Die werde ich euch, auch Spaß kostet bis 8XXL, das kennt ihr ja. Die werde ich euch mal unten reinpacken in die Videobeschreibung, die Facebook- und die Instagram-Seite. Und ich werde euch einen Gutschein für Spaß kostet reinpacken. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wir haben, oder ich habe für euch, für uns als Dankeschön von Spaß kostet einen Gutschein bekommen, den wir einlösen können. Odin 01 war das, glaube ich. Ich packe euch den in die Videobeschreibung. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Spaß kostet Bestellung. Und jetzt kommt das Geilste überhaupt. Mir wurde auch nicht gesagt, dass der irgendwann endet oder so. Mir wurde dann gesagt, hier hast du einen Gutschein, 10% als Dankeschön. Wie gesagt, hier steht auch nirgends Bewerbung. Ich kriege dafür kein Geld. Ich habe das alles selber finanziert. Und der Gutschein, der ist halt, ich habe den auch nicht benutzt diesmal, weil der ist jetzt neu, der ist jetzt erst gekommen. Ich habe, die Firma hat gesagt, hier, als Dankeschön, weil ich Werbung gemacht habe und so für dich und deine Community hier, bumm, hast du 10% Gutschein und gilt wohl jetzt und kann man jederzeit halt benutzen. Und wurde mir auch nicht gesagt, dass der jetzt nur begrenzte Zeit ist oder so. Das ist geil, oder? Also mir freut das. So, ja. Hier sind auch wieder zwei T-Shirts mit bei, die selbst kreiert sind. Ihr kennt mich ja, dass ich da dann immer ein bisschen rumexperimentiere. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das könnt ihr bei Spaß kostet oder müsst da in der Videobeschreibung mal gucken. Ich habe auch verlinkt Nordische Welt. Da ist eigentlich eher so das Viking-Zeug. Weil die ist eigentlich separat, aber konntest jetzt bei Spaß kostet halt bei diesem Paket auch Wikinger auswählen. Also Wikinger, Spaß kostet, Familie und was, ja, gab es halt verschiedene Kategorien. Und ich experimentiere ja gerne rum und verändere T-Shirts. Oder weil mir halt bei einem T-Shirt der Rückendruck gefällt, mache ich mir den nach vorne und den Frontdruck lasse ich weg. Oder macht dann und macht hinten was ganz anderes rauf und so. Habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Und diesmal habe ich wieder ein bisschen experimentiert. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich packe jetzt erst aus. Ich weiß nicht, wo die T-Shirts denn da irgendwo sind in dem großen Bundle. Und wann wir dazu kommen. Aber, und, oh, ich habe eine Jogginghose. Ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Pullover bestellen. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt sowieso bist, dann bestellst du auch noch die Jogginghose. Ihr wisst, ich wollte ja schon immer die Jogginghose haben. Ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Weil ich die beim letzten Mal auch vergessen habe, mitzubestellen. Aber ich habe noch eine, also beziehungsweise meine Tochter hat noch eine Jogginghose gesehen. Ja, da ging es nicht anders. Die musste ich dann auch noch bestellen. Ihr werdet es den sehen. So, ich fange mal an. Ich muss mal gucken, wo hier.
Die Post hat ganz schön rumgeschlackert damit. So, dann haben wir. Ach, da kommen, sind wir auch schon gleich bei der Jogginghose. So. Und zwar hier. Oh, die haben jetzt, die hat jetzt hinten Taschen. Die sind jetzt andere Jogginghosen. Hat meine hinten Taschen? Ah ne, meine hat auch hinten Taschen. Ja, haben die aufgefallen, Erdi, gesagt, dass meine Jogginghose hinten Taschen hat. So, das ist eine ganz normale Jogginghose. Ich muss mal gucken, hat die auch Reißverschluss? Ne, die hat keinen Reißverschluss. Finde ich ganz gut. Bei mir, bei meiner Ehen geht der Reißverschluss nicht immer auf. So, und dann haben wir hier. Wartet, ich muss gucken hier. So. Also ist wirklich ganz normal. Also hier ist nur der Schriftzug drauf, hinten ist nichts drauf und oben ist auch nichts. Und da steht dann halt. Sieht man es ja. Ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Ich denke mal, das passt zu mir, oder? So. Was haben wir denn? Ich will auch da nicht großartig reingucken. So. Ey, die Post hat damit, ist damit umgegangen, ey. So. Ah, so. Jetzt habe ich hier gleich zwei, drei Sachen. Ah, hier schon das nächste. Ist auch wieder eine Jogginghose. Die brauche ich ja nicht aufpacken, denke ich mal. Jogginghose kennt er ja. Aber. Ich muss mir den Schriftzug nochmal angucken, den habe ich nicht hundertprozentig im Kopf. So. Ich meine Frau. So. Ingeborg, kommst du mal? Ja. So, seht ihr das? Black is my happy color. Kann man, ja, man kann es sehen, oder? Ja. Ingeborg, übersetz mal, was heißt Black is my happy color. Da, siehst du es? Einmal übersetzen. Schwarz ist meine fröhliche Farbe. Schwarz ist meine fröhliche Farbe? Ja, wir könnten doch auch machen, Black makes me happy. Schwarz macht mich glücklich. Schwarz macht mich glücklich, könnte man vorschlagen. Ich schreibe mal eine E-Mail hin, ich schlage es mal vor. Schwarz ist die Farbe, die mich glücklich macht auf Deutsch. Oh, jetzt kommen schon die T-Shirts, die ich selber gemacht habe. Ich glaube, da warten wir aber lieber bis zum Ende. Aber ich sehe schon, hier haben sie, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ne, wir machen es gleich. Oder ist es nur falsch zusammen? Ach nee, ist nur falsch zusammengelegt. Nee, ist falsch gemacht. Das sollte nach hinten. Schade, aber okay. Sieht auch gut aus. Da vorne steht drauf, du hältst mich bis ans Ende, bis ans Ende meiner Tage. Das ist so ein Kinder, so ein Familiendruck, gibt es für Kinder und für Eltern. Und an der Seite ein Totenkopf. Den werde ich euch aber gleich noch besser zeigen. Das ist eine 128 in rosa für meine Tochter. Die freut sich schon, die wartet schon die ganze Zeit drauf. Und jetzt kommt meins. Ja, sieht eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt aus. So, da ist es dann für Misch. In groß. Und der Totenkopf, den werde ich euch mal zeigen. Ich hätte mal besser nicht Front schreiben sollen. Ich hätte mal, glaube ich, vielleicht Brust schreiben sollen. Hier, das ist der Totenkopf. Also ich werde, glaube ich, nochmal bestellen müssen. So. Ach, warte mal. Ich muss mal so machen, dass man das besser sieht. So. Wartet, so rum. Ja, das ist das erste Mal, dass was schief gegangen ist, aber sieht auch trotzdem geil aus. So. Das ist nämlich hier an der Seite der Druck. Das habe ich vergessen zu berücksichtigen, weil der ist normalerweise auf der Rückseite. Ich habe nur gesagt Front.
Sieht man es ja. Und meine Tochter wollte halt unbedingt ein Totenkopf-T-Shirt, so wie Papa. Ich denke mal, das ist jetzt eher auch zum Glück von meiner Frau, weil meine Frau ist davon sowieso überhaupt nicht begeistert. Aber jetzt ist da vorne ein familienfreundlicher Druck drauf und der Totenkopf ist hier so an der Seite, hier. So, und dann sieht man den halt nicht so doll und ich denke mal, das ist ganz positiv, da wird sich meine Frau freuen. So, jetzt haben wir einen Pullover. Jetzt kommen noch ein paar T-Shirts, zwei T-Shirts kommen noch, die ich noch so bestellt habe und dann der Rest müsste jetzt nur noch die Pullover sein, die ich bestellt habe. So, dann bin ich jetzt nämlich auch. Oh, der sieht gut aus. Ich habe nämlich auch aus der Kategorie Spaß kostet. Also einmal Wikinger und einmal Spaß kostet. Oh, der sieht gut aus. Hardcore Spaß kostet. Der sieht gut aus. Der gefällt mir. Der so ein bisschen, sieht so ein bisschen Retro-Style aus und ist, sieht man das? Und der ist hier oben orange. Ich finde den immer ganz stylisch, dass wenn die Kapuze innen drin eine andere Farbe hat und die Kordeln. Wenn man jetzt zum Beispiel bei bestimmten Drucks, wenn man jetzt zum Beispiel einen roten oder einen weißen Druck hat oder so, dann kann das nochmal richtig, richtig fett geil aussehen. Das unterstützt den Druck nochmal. So, das habe ich schon als T-Shirt. Still loving you. Ingeborg, einmal übersetzen. Jetzt hat Ingeborg zu tun. So, Still und unten loving you. Still weiß ich nicht, aber loving you heißt liebe dich. Stil, das ist ja nicht mit E geschrieben, also das ist nicht Stahl. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Wie gesagt, die konnte ja nicht auswählen. Ist ja. So. Oh, was kommt denn jetzt Cooles? Oh, der ist geil. Ah, ohne Kapuze? Schwarz-rot, oben schwarz, in der Mitte rot, unten schwarz und da. Spaß kostet als kleiner Druck. Da wird meine Frau sich freuen, dass ich mal einen etwas unauffälligeren Pullover habe mit einem kleinen Druck. So. Ah, hier sind die T-Shirts. Den denke ich mal, machen wir die T-Shirts zum Schluss. Dann nehme ich jetzt erstmal die Pullover. Oh, geil, das habe ich noch nicht. Oh, das ist auch geil. So, dann kommen wir jetzt. Oh, Strickjacken, geil, die habe ich nämlich noch nicht. Weil man konnte ja nicht aussuchen. Es sind entweder drei Pullover, drei Strickjacken oder ein Pullover und eine Strickjacke oder. Da haben die ja das Paket geschnürt. Man konnte nur sagen, ich zahle 30 Euro und kriege drei Stück. Entweder zwei davon, eins davon. Das haben die dann selber zusammengepackt. Ich habe jetzt hier eine Strickjacke ohne Kapuze. Das ist meine erste ohne Kapuze. Auch hinten steht was. Vorne ist ein Torshammer. Und hinten steht, Tradition schlägt jeden Trend. Sieht man den Torshammer? Das ist wirklich was Schlichtes. Und hinten halt, Tradition schlägt jeden Trend. Ja, seht ihr das? Finde ich sehr geil. Das ist mal so ohne Kapuze richtig cool. Und vorne dezent, hinten halt nicht so dezent. Finde ich ganz gut. Und ich habe den Druck, den habe ich schon als T-Shirt. Ich habe halt nur drin geschrieben, was ich noch nicht als T-Shirt, als Pullover habe. Also man kann dann halt noch einen Text dazu schreiben. Und dann habe ich halt die Pullover. Also eigentlich habe ich die Pullover, die Motive geschrieben, die ich noch nicht als Pullover habe. Weil als T-Shirt habe ich ganz viele. Und das ist halt schneller zu schreiben, die, nee, was? Ja, das, was mich halt interessiert hat. So.
Und eine weiße Strickjacke haben wir wieder. Oh, das sieht auch schick aus. Vorne mit Nordische Welt Logo. An den Seiten auch. Oh, hinten mit dem Adler. Das ist mal was ganz schlichtet. Also ist halt nur das Nordische Welt Logo. Der sieht schick aus. Der sieht richtig schick aus. Also, das gefällt mir. So. Ja, ich muss mal schreiben. Vielleicht bei dem T-Shirt, vielleicht kann man was machen. So. Oh! Valhalla, Odins Horde. Das gefällt mir. Das habe ich schon, das, was vorne drauf ist, habe ich nämlich, also nicht Valhalla Odins Horde, aber den Totenkopf mit dem Bart, als wo die Waffen im Bart sind, habe ich schon als T-Shirt und als Pullover in groß. Und das ist jetzt eine Strickjacke. Und Odins Horde, das sieht auch geil aus. Da könnte man ja mal irgendwie gucken, dass man das vielleicht abändern kann. Aber ich glaube, das ist immer ein kompletter Druck. Ach, hinten ist es groß drauf. Hinten ist es groß drauf. Ist ja cool. Sieht aber ein bisschen anders aus. Ach, unten steht so. Oh, unten ist so ja Nordische Welt drauf. Nordische Welt. Weiknut, Nordische Welt. Sieht aber, ich finde, von der Farbgebung her sieht es ein bisschen anders aus als das T-Shirt, was ich habe. Also, das ist ein bisschen heller, glaube ich. Und die Schattierung ist ein bisschen anders gemacht. Müsst ihr mal die anderen Videos gucken, da habe ich auch irgendwo ein T-Shirt mit bei. Da ist, und ein Pullover, da sieht es aus. So, warte, ich mach mal so. Dann seht ihr das, da oben Valhalla. Dann hier der Totenkopf mit, wo Waffen im Bart sind. Ja? Und dann unten runter, sieht man es? Odins Horde. Da müsst ihr mal gucken, ob man das irgendwie austauschen kann. Den Totenkopf, also Valhalla Odins Horde, würde ich schon so lassen, denke ich mal. Und dass man vielleicht den Totenkopf austauschen kann gegen was würden da schön passen? Weil die haben so geile Drucks, auch bei, also egal, bei Nordische Welt oder Spaß kostet. Und ich finde ja diese Farbdrucke, ja, so, die finde ich so geil. Hier mit dem Totenkorb und dem Blau zum Beispiel. Ja? Das sieht so geil aus. Und die hatten auch damals so ein T-Shirt drin, das haben sie jetzt nicht mehr im Sortiment, mit so grünen Ecken und dann so ein Totenkorb und der hält dann so ein Rasiermesser in eine Gusche. Auch richtig, richtig geil. Oder in der Rock'n'Roll-Kategorie. Oder heißt das jetzt Musik? Gab mal Rock'n'Roll, jetzt gibt es glaube ich nur noch Musik. Müsst ihr mal gucken. Bei Spaß kostet in der Musikkategorie, da gibt es ein Motiv. Oder heißt das Rock'n'Roll Love, das Motiv? Ich weiß es gar nicht genau. Da ist ein Motiv mit bei, das habe ich als T-Shirt und als Pullover. Achso, habe ich den Pullover? Ach, mein Pullover habe ich jetzt gerade gar nicht hier. Der liegt im Flur. Das sind zwei Totenköpfe, die sich küssen mit einem Herz verziert und so. Ingeborg! Ich lasse mir das jetzt von Josie mal schnell bringen. Mein Pullover liegt nämlich im Flur. Das muss ich euch nochmal zeigen. Ingeborg! Hört die Kopfhörer auf? Josie! Wo ist die hochgegangen? Die ist hochgegangen. Mist. Wenn ich es nicht vergesse, ich werde euch unten in die Videobeschreibung Spaß kostet alles verlinken, klar. Und den Gutschein kriegt ihr auch drin. Und ab jetzt, wenn ich jetzt, also jetzt die nächsten 3-4 Videos, muss ich das dann dran denken, dass ich das von Hand mache. Die sind nämlich schon geplant und die nächsten Videos, dann ist die Videobeschreibung immer gleich, da ist dann immer der Gutschein drin. Ich werde euch mal das T-Shirt raussuchen oder das Motiv raussuchen und da gibt es als T-Shirt und man kann ja auch richtig nach Motiv suchen, bei Spaß kostet. Ich werde euch das Motiv mal raussuchen und euch den Link zum Motiv in die Videobeschreibung machen und dann habt ihr das alles im Überblick. T-Shirts, Männer, T-Shirts für Pullover, Taschen, Kissen, Pullover, Kapuzenpullover, Achselshirts und was da alles so gibt. Mir fehlt es nur noch als Achselshirt, das werde ich mir auch noch bestellen, das definitiv.
Das ist ein richtig geiles Motiv. Ich liebe dieses Motiv. Das ist dann halt so praktisch so wie Bonnie und Clyde gemacht, ja? So ein Totenkopf und männlicher Totenkopf, weiblicher Totenkopf und dann so mit außen rum mit so einem Herz und so und dann so verziert mit Rot, so ein rotbräunliches mit bei die Totenköpfe und so. Ich bin eigentlich nicht so für viele Farben, das wisst ihr. Schwarz einfach. Pff. Aber den Druck mit so Farbe oder wie zum Beispiel auch so mit Blau oder Spaß kostet, hat da wirklich richtig coole Sachen. Die liebe ich, die Dinger. Also da bin ich, also da muss ich sagen, da bin ich Ausnahme von der Regel, einfach nur einen weißen Aufdruck oder ein bisschen schattiert oder so. Also da bevorzuge ich bei Spaß kostet auch sehr oft, kommt halt aufs Motiv an, mit Farbe, weil es einfach geil aussieht. Und die Qualität ist erste Sahne. Also da kann ich. Also wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bestelle jetzt seit, ich habe keine Ahnung, 20 Jahren, weil Spaß kostet. Und ich könnte jetzt, habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, passe ich jetzt zwar nicht mehr rein, aber ich könnte jetzt an den Schrank gehen und mir ein T-Shirt von vor 15, 20 Jahren rausnehmen, könnte das jetzt hier anziehen, was ich nicht kann, weil ich dafür zu fett geworden bin. Und es würde so aussehen. Fast wie am ersten Tag, ein bisschen knitterig, klar. Aber der Aufdruck, nicht verblasst, nicht abgegangen, gar nichts. So, jetzt kommen wir zu den T-Shirts. Hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Ihr wisst, ich bestelle ja immer schwarz. Ich habe diesmal grau bestellt. Weil ich habe schon grau, aber das ist ein anderes Grau gewesen. Bei welchen waren das? Auch bei diesem Totenkopf-T-Shirt. Die ganzen Motive an dem Kopf haben, ist halt nicht so einfach. Und jetzt habe ich wieder grau genommen. Und das ist jetzt oldschool. Sieht man das? So, hinten ist nichts drauf, ist nur halt vorne. Weil das sind, da muss man nämlich manchmal bei Spaß kostet schnell bestellen, weil wenn ein Motiv nicht mehr da ist, dann ist es weg. Und dann einmal hinten groß drauf. Sieht man's? Ja, das ist ein Totenkopf mit zwei 8 Balls und oben steht Walk the Line. Unten runter Old School. Ja, das ist halt ein schöner großer Druck hinten. Aber vorne dezent. Ja, das ist auch cool. Ich glaube, ich werde es mir. Ich glaube, ich werde nochmal eine Bestellung demnächst machen. Also wenn der Druck dann noch da sein sollte. Und werde mir das nochmal abändern und werde mir den großen Druck auch mal nach vorne ballern. Mal gucken. Aber ich glaube, das kommt mit der Schrift dann halt oben und unten kommt das nicht so gut. Das ist ja eher so ein Rückenpatch. So, das soll es wohl auch jetzt gewesen sein. Oder? Nee, Tasche ist leer. Ich bin fertig. Die Auswahl, die ich gekriegt habe, gefällt mir. Weil, wie gesagt, ich konnte es nicht bestimmen. Ich konnte nur die Kategorien auswählen. Und vor allen Dingen auch, dass ich jetzt mal Strickjacken habe, weil ich hatte mir schon überlegt, Mensch, du bräuchtest auch mal ein paar Strickjacken, wo du den T-Shirt einfach eine Strickjacke drüber ziehst und so. Weil das habe ich noch nicht gehabt. Das ist jetzt gut, jetzt hab ich dreie. Also ich habe eine, habe ich, die ich mir damals mal machen lassen habe, bei Look Design. Und jetzt habe ich halt noch drei dazu, das ist jetzt gut. Und die Pullover gefallen mir auch. In der Auswahl. Ich werde auch wahrscheinlich, wenn nochmal so eine Aktion ist, werde ich auch mal wieder die Kategorie Spaß kostet direkt anwählen, weil die haben da noch ein paar, oder mal gucken, vielleicht hole ich mir auch so den einen oder anderen Spaß kostet Pullover. Ist zwar Spaß kostet, einfach nur Werbung für Spaß kostet, aber die haben ein paar geile Designs. Einmal haben sie mit Rot. Auch dann so ein Aufdruck, Spaß kostet und dann rote Kapuze, rote Kordeln. Da steht auch eigentlich nur Spaß kostet mit ein bisschen Schattierung und ein bisschen Rot und so. Also weiß-rot ist der Druck. Aber das sah richtig geil aus.
Und was hat mir noch gefallen? Die haben bei Spaß kostet, haben sie so ein paar Sachen. Ach, und dann so einfach noch Spaß kostet, so, das, so wie das alt, die alte Machform ist, wo dann so, unten so ein bisschen aussieht wie so ein Schlagring. Und dann haben sie auch in verschiedenen Farben, in weiß-blau, in weiß-orange und so. Und die weiß-blaue hat mir halt auch sehr gefallen. Und bei dem weiß-roten, also bei der roten Variante, waren auch ein paar geile Sachen mit bei. Da war der Pullover auch irgendwie. Irgendwas war mit dem Pullover. Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Irgendwas hat mir da gefallen. Ich suche das mal raus. Vielleicht gucken wir uns das, wenn ihr Bock habt, sagt er einfach mal in einem Hangout. Das wollen wir mal auf der Seite nachgucken. Dann gucken wir uns im Hangout die Seite mal an. Dann kann ich euch mal zeigen, was mir noch so gefällt, weil die haben so viele geile Sachen, aber so viel kann ich nicht bestellen, weil ich so viel Geld nicht habe. Das ist jetzt eigentlich nur gewesen wieder, weil eine geile Aktion. Wie gesagt, 3 für 30. Und dann sowas muss man mitnehmen. Und dann halt habe ich noch zwei, drei Sachen so für mich mitbestellt, was jetzt wichtig war: T-Shirt und halt die Hosen. Ja. Und wenn die nächste Aktion ist, werde ich garantiert auch wieder mitbestellen. So, aber nichtsdestotrotz, ich quatsche um den heißen Brei rum. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Beschreibung. Ach, in die Beschreibung, in die Kommentare damit. Ich hoffe, ihr freut euch so wie ich über den 10% Gutschein. Den findet ihr übrigens auch in der Beschreibung. Oder Odi01 müsste das, glaube ich, sein, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.